Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Und das war heute im September 2020 mit einem ganz besonderen Sprechplanet. Wir hatten ja schon wirklich viele tolle Gäste hier sitzen. Und es gibt einen Mann, als ich gesagt habe, dass er heute zu uns kommt, in meinem Freundeskreis und auch hier im Team kannte ihn jeder aus unzähligen Rollen. Sie haben eine beachtliche Karriere, Hans-Peter Korff. Eine Ehre, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Aber gerne. Ist es so, dass Sie jeden Tag auf der Straße angesprochen werden auf Ihre vielen Rollen? Kommt das mal vor, dass Sie auch mal privat unterwegs sein können? Ich kann sehr gut privat unterwegs sein. Mhm. Ich habe deswegen auch meine Mütze. Also ich werde schon, aber eben immer deswegen meine leichte Gereiztheit, wenn es mal um Dornbusch geht. Ja. Nicht wahr? Aber das sind eben die übrig gebliebenen aus den 80er Jahren, nicht wahr? Mhm. Die da sehr dran hängen. Und da gab es ja auch nur zwei Senderanstalten und die Sehbeteiligung war sehr hoch, ne, so 50%. Wahnsinnig, ja. 20 Millionen Zuschauer hatte die Serie in ihren besten Zeiten. Sie waren halt im Kernteam dabei. Neues aus Uhlenbusch ist wahrscheinlich ebenso, je nach Altersklasse. Auch ein Neues aus Uhlenbusch, diese Ansprache habe ich immer sehr gerne. Ah, sehr ja, ja, mhm. weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und war das mit Freunden, war ein prima Team. Und keiner hat geahnt, dass das so ein, sagen wir ruhig mal, also ein Renner wird. Nicht? Da saßen ja dann am Sonntag um 14:45, glaube ich, bis zu, manchmal, selten, Oma auch noch, Urgroßmutter da, und dann haben die anschließend diskutiert. Wir haben ja auch die Bücher stark verändert, das gab noch Krach beim ZDF. Ja, will nicht lange, nicht so lange drüber reden, weil wir die Schlüsse geändert haben. Nicht etwa alles ist gut, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben, da gibt es noch was zu diskutieren, da ist noch was offen. Mhm. Liegt das daran, dass das pädagogisch wertvoll sein sollte auch, dass man da nicht zu frei Mundart spricht oder in der Art, dass man aufpassen muss, wie man das ja, ausdrückt? Ja, man hat das zensiert. Mhm. Man hatte einen Oberzensor in München. Ja. Wenn man da ein Wort schrieb, ich habe auch geschrieben dafür und auch Regie gemacht mal, wenn da stand, Elke guckt böse, dann hat der das so böse, gelb, den Eltern gegenüber. Sie hat nicht böse zu gucken, enttäuscht und traurig, aber nicht böse. Aha, interessant. Ja, also wer sich jetzt an die Serie nicht unbedingt erinnern kann, für mich als Kind lief sie genau vor meiner Zeit, aber ich habe mir einige Folgen angeschaut und einen kleinen Zusammenschnitt mitgebracht, und wenn Ihnen das auch heute noch Freude bringt, ja, können wir gerne mal reinschauen. Also was ich interessant fand, ein Teil dieses Ausschnitts stammt aus der allerersten Folge. Und da ist mir direkt aufgefallen, so diese Wortwahl, wo Sie sagen, ja und alles, weil Ihr Vater säuft. Das ist für ein Kinderpublikum schon sehr direkt, sagen wir mal, ne? Gerade in der damaligen Zeit. Wahrscheinlich wäre es heute unmöglich, das so auszudrücken im Kinderfernsehen. Ich weiß es nicht. Mhm. Warum nicht gerade heute im Kinderfernsehen? Ja. Säuft, damals hätte man auch eher gesagt, trinkt gerne einen über den Durst oder so, aber dich säuft, ist durchgegangen. Ja, irre. Und dieses Kommentieren in die Kamera, das quasi eine Ansprechperson zu sein für die Kindergeschichten, aber auch gleichzeitig es zu vermitteln, in dieser Kombination habe ich das selten gesehen. Hat Ihnen das deswegen auch besonderen Spaß gemacht, weil Sie da so Vermittler auch waren zwischen Publikum? Also, ja, das hat Spaß gemacht, mich direkt so ein bisschen wie auf dem Theater, ich habe ja sehr viel Theater gespielt, direkt das Publikum anzusprechen. Ja. Also mit einzubeziehen und
auch Fragen zu stellen, die dann auch befragt werden untereinander, unter den Zuschauern befragt werden können. Nicht wahr? Sie haben quasi die Gedanken auch der Kinder, Zuschauer aufgenommen und auch so ein bisschen direkt mit eingebunden, ne? So ein bisschen beantwortet. Ja, das war ja der, er ist eben auch ein großes Kind. Ja, ja, stimmt, ja. Und diese Figur zu kreieren war, ging er eigentlich ganz schnell aus der Körperlichkeit heraus. Es fing damit an, bei einer Kostümprobe, dass ich so Schlappen anzog. Und mit diesen Schlappen war eigentlich die Figur auch schon zu einem guten Teil da. Ja, weil dann direkt so eine andere Stimmung aufkommt in einem selber, nehme ich an, oder? Das so ein bisschen ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Ja. Sie haben eben schon gesagt, Sie haben sehr viel Theater gespielt. War das als Kind schon Ihr Wunsch, diesen Beruf zu erlernen? War das so ein Traum bereits in der frühen Kindheit? Nein, überhaupt nicht. Ah, ja. Das war auch überhaupt nicht die Wunschvorstellung meines, ich rede von meinem Vater. Meine Mutter wurde nicht gefragt. Nein, ich komme ja auch aus sehr einfachen, soliden Verhältnissen und musste erstmal eine Lehre durchmachen. In der Tradition der Familie des Vaters, Schriftsetzer, Drucker. Dann haben Sie schon mal was in der Hand. Und war furchtbar. Das war so eine ganz kleine Klitsche hier, Hamburg. Ja. Oh, war eine grauenhafte Klitsche. Aber ich hatte das Glück, Menschen kennenzulernen, die mich über das Laienspiel ins Studententheater gebracht haben. Ich habe erfahren, dass an der Uni Klaus Peimann eine Bühne neu eröffnet, Studiobühne. Da bin ich mal hin, im Fahrradkeller vom Audimax, haben da vorgesprochen, da saß er schon und residierte, wurde sofort genommen und habe dann erstmal parallel zu dieser Lehre. Ausbildung, ja. Also viel musste auch oft schwänzen, aber er wollte mich immer mal entlassen, wenn ich mit der Bühne zum Beispiel in Zagreb war, wir waren viel unterwegs, oder in Nancy. Erlangen war immer so ein Studententheaterfestival. Aber ich war eine so billige Arbeitskraft als Lehrling. Ne, musste er darauf verzichten. Also Sie haben die Lehre durchgezogen, aber da währenddessen quasi schon gemerkt, Moment, für mich gibt es hier einen anderen Weg. Ja, ja, natürlich, ich habe dann vorgesprochen, einmal mit 16 in Schleswig bei Herrn Fiebach, ehemaliger Assistent von Gründgens. Und der hat, nachdem ich so hartnäckig war und nicht wegging, stundenlang da beim Pförtner saß, hat er dann gesagt, gut, okay, sprich mal vor. Und dann diese üblichen, gewöhnen Sie sich erstmal Ihren Hamburger Dialekt ab, das WCS und das alles in der Nase sprechen. Ah, okay, so, ja. Nicht wahr? Habe ich gemacht, habe mir dann gebrauchtes Tonbandgerät gekauft und habe geübt. Man hört das immer noch, aber ich bin auch belegt zurzeit sehr. Sie haben auch in Düsseldorf gespielt, habe ich gesehen. Ja. Ich habe ein bisschen Ihre langen... Sie kommen aus Düsseldorf? Ja, ich wohne da. Also ich bin hier in Norddeutschland geboren, aber ich lebe seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen und wohne jetzt direkt in Düsseldorf. Wo und, denn? Wie bitte? Wo denn da? In Friedrichstadt. Das ist ziemlich direkt in der Innenstadt, also nahe der Königsallee. Und was das Theater angeht, bin ich manchmal in der Komödie, da an der Steinstraße, die jetzt auch schon lange geschlossen haben, aufgrund der ganzen Corona-Zeit. Die haben zu. Da ist alles plakatiert, alles zu. Also da steht jetzt auch nicht, wir kommen bald wieder oder so, sondern bis auf Weiteres geschlossen. Also das wird noch vielen so gehen, ja. Ja, und das ist ja auch ein wirklich sehr kleines Theater. Also dadurch, dass es halt sehr nah ist, war ich öfter mal drin.
Und da habe ich auch oft schon gedacht, naja, wenn das hier nicht voll besetzt ist, wird es wahrscheinlich sowieso schwierig. Also da würde halbe Besetzung wahrscheinlich auch gar nichts bringen. Ne? Na, das bringt gar nichts, das kostet wahrscheinlich genau, nur. Genau. Aber in dem Zusammenhang, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, der Begriff systemrelevant. Ja, ja. Und unter diesem Begriff fällt eben offenbar die Kultur nicht. Richtig. Ja. Oder ganz, ganz, ganz am Ende, da ist sie durchgefallen. Ja, das stimmt. Zum Glück haben wir in Hamburg ja einen, finde ich, sehr regen Kultursenator, den Herrn Brotz da, den muss man sehr loben. Da weiß ich keine Einzelheiten, aber der Mann gefällt mir einfach sehr gut. Sie sind ja auch mit Lesungen mit Ihrer Frau seit vielen Jahren schon unterwegs, jetzt aktuell auch wieder. Hatten Sie da jetzt auch eine große Pause machen müssen? Ja, es ist so, dass da natürlich das so im Schwange ist. Veranstalter, springen wir ab, machen wir, lohnt sich das? Das geht dann. Es ist vieles weggefallen. Es reduziert sich. Was wir jetzt mit Sicherheit wissen, ist, das sind ein paar Sachen. Ja, okay. Welche Zeit in Ihrer Theaterzeit? Da haben wir wirklich sehr viel gespielt, auch in Hamburg, viele, viele Jahre, also sehr viel gespielt. Gibt es so eine Phase, an die Sie am liebsten zurückdenken? Ja. Sie sagen, da habe ich viel gelernt, da habe ich... Das kann ich sagen. Ich habe erst mal 5 Jahre in Hamburg Theater gespielt, Kammerspiele, Ernst-Deutsch-Theater, damals Junge-Theater. War vorher ganz am Anfang in einem Theater 53, das ganz kleine Bühne im Keller, hatte aber eine Sekretärin und die ging zu Palitzsch nach Stuttgart. Und als ich bei der Ida Ehre spielte, da bekam ich einen Anruf, ich möchte am Montag sofort nach Stuttgart kommen. Sie suchen 2 junge Schauspieler. Und da bin ich dann noch hin. Montags hatten die, ich glaube, jetzt auch noch privaten Theater frei. Ja. Und habe vorgesprochen. Es waren furchtbar viele junge Leute. Und sagte Paul zu, jetzt bleiben wir alle noch mal zusammen. Ich begleite euch raus und dann kriegt ihr alle Bescheid. Und als ich in dieser Gruppe von Schauspielern an seinem Büro vorbeikam, da zipfte mich jemand am Ärmel, das war Palitzsch, und sagte, kommen Sie doch mal rein. Ja. Ja, und da kam ich rein, da saß die Sekretärin von der kleinen Klitsche und freute sich. Ja. Und Palitzsch sagte ganz einfach, er möchte sich für 3 Jahre engagieren. Wir können nicht so viel zahlen. Ich war begeistert. Es war meine Rettung, wirklich, fürs Theater. Weil was ich in Hamburg gespielt hatte, alles so am Ernst-Deutsch-Theater, so bis zu 70-jährige Leute, nicht, mit solchen Werten. Und Hatten Sie Rollen, die Sie besonders gefordert haben oder auch, sagen wir mal, ja, mitgenommen haben, wo Sie sagten, das war wirklich anstrengend zu spielen? Auch also so ich kann ja öfter am Abend? Von einer Rolle besonders reden, die mich nach Hamburg gebracht hat. Ja, gerne. An Schauspielhaus, da war ich in Stuttgart. Und der zukünftige Intendant, Ivan Nagel, vom Schauspielhaus, der war in der Premiere. Und ich spielte im Amphitryon den Lucius und hatte einen riesen Erfolg. Also der hatte am Anfang so einen Monolog, so einen Angstmonolog. Das hatte eben lange Geschichte, kurzer Sinn. Da hatte ich aber schon in Düsseldorf abgeschlossen, 1972, nach Stuttgart. Und da kam Ivan Nagel immer angereist aus Hamburg. Wir trafen uns am Flughafen und diskutierten über Gage und so. Und das ist fast das Fatale. Wenn man einmal Interesse gezeigt hat, dann versuchen die Gage zu drücken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Klar. Ja. Ist alles ihr gutes Recht und so.
Und er wollte mich früher aus dem Vertrag holen in Düsseldorf. Ach so. Mhm. Ja. Nun ja, ich blieb da also, weil ich da spielte, ich den Franz Mohr, den Burger Schippel, Figaro und solche Sachen. Mhm. Und das wollte ich einfach noch spielen. Glaube ich. Ja. Ne? Und hat er Sie dann, also Sie, er hat quasi gewartet auf Sie sozusagen? Ja, als er denn seine Intendant, also da war er schon ein Jahr Intendant am Schauspielhaus, da kam ich, spielte als erstes Was ihr wollt, den Rüpel, einen dieser Rüpel, ein Bleichenwang, sehr schöne Rolle, riesen, wunderbare Besetzung. Und Wilfried Minks hat das inszeniert, was sehr ungewöhnlich ist. Die Leute waren eigentlich erst verstört und am Schluss begeistert. Ja. Wow. Also da hat man schon Eindruck hinterlassen, kann man sagen, ne? Ja, da hat man so einen Stempel, so einen kleinen. Wie ist der Sprung ins Fernsehen denn für Sie gewesen? Weil das war ja eine ganz, der Sprung ins Fernsehen, vor die Kamera. Sie sind ja großer Theaterschauspieler. Wie war es für Sie dann auch überregional bekannt zu werden, in Serien zu spielen, was ja eine ganz andere Art ist der Kunst? War das für Sie auch ein Wunsch? Oder hat sich das ergeben? Also ich würde sagen, es war, hat sich mehr ergeben, als dass es ein ausgesprochener Wunsch war, ja, ich will zum Fernsehen. Nein, es war kein Sprung vom Theater weg. Ich habe ja immer parallel auch Theater gespielt, was mitunter nicht ganz einfach war, das unter einen Hut zu bringen und so. Und das fing ja nicht mit dem Drombus an, das schon mit Witter Pohl Ende der 60er Jahre haben wir so eine Miniserie gedreht mit Götz George und Karin Wahl. Ein Jahr ohne Sonntag hieß das. Ich spielte, Witter spielte und ich, wir spielten das unglückliche Ehepaar und Wahl und George. Das. Ja. Ja. Den ging es halt gut. Schauen Sie gerne in so alte Sachen rein? Also wenn im Fernsehen eine Wiederholung läuft, bleiben Sie da dran oder schalten Sie eher weg? Die Sachen, die ich gerne als Wiederholung sehen würde, die kommen nicht. Die kommen ja nicht. Okay. Da gibt es zum Beispiel einen Film beim NDR, der Gartenkrieg hieß der. Ich glaube 93 haben wir den gedreht. Das wurde so ein richtiger, wie sagt man, Kult. Und wurde gesendet in allen Dritten und so weiter. Den würde ich gerne noch mal sehen. Oder Filme aus den 70er Jahren. Vielleicht, mitunter findet man was um 1.30 Uhr nachts. Ja, ja, ja. Nicht wahr? Ein Bekannter von mir sagte, er hätte sie in den 80er Jahren, es war wohl auch eine Werbung für eine Fernsehserie, und da hätten sie Frauenkleider angehabt oder so, wären verkleidet. Wissen Sie noch, was das für ein Film war? Das ja, das war beim Westdeutschen Rundfunk. Das ist eine lange Geschichte, die würde ich nicht zu... Machen Sie es kurz, aber das habe ich ihm versprochen. Also, ja. Das ist eigentlich ein Theaterstück, was Katharina Trebe zu New York gesehen hat und mit nach dann sich geholt hat. Und das hat der Enzensberger übersetzt. Der wollte erst gar nicht ran an den Stoff, weil das die Geschichte eines Fliegers aus dem Ersten Weltkrieg, Willy Bishop, ein einfacher Soldat erst, der durch Beziehung, eben in Frauenkleidern. Ich habe alle 11 Frauen gespielt. Ah, okay. So passt das. Auch Frauen, was damals technisch noch ganz schwer war, die zueinander kommen, man konnte nicht schneiden. Und da hatte ich eine Assistentin, eine Freundin von mir, weil ich das auch ja blind spielte, das meiste, die immer da hinten stand und
immer wenn ich was schon aufgenommen war, sagen wir mal 3 Tage vorher, da hat die mir dann haargenau auf die 1/10 Sekunde das Stichwort gegeben, dem gegenüber, der nicht da war. Musste genau zusammenspielen, wie wir jetzt reden. Ich habe da bis zu 4-mal mit mir selber gespielt. Und weil die WDR-Technik das noch nicht so hinbekam, hat man dann 2 BBC, das war auch ein englischer Regisseur, Techniker geholt und die haben das haben das dann zusammengeklopft. Wie hieß der Film? Billy Bishop steigt auf. Ah, sehr interessant. Das passt 1:1 zu dem, was Sie, weil er sagte, Sie wären unter anderem auch in Frauenkleidern in diesem Zeitungsbericht gewesen. Mhm. Und sowas brennt sich dann wohl ein, wenn man das einmal gesehen hat als Kind, dann weiß man, schwer zu recherchieren manchmal. Ist interessant. Auch schön, dass Sie sich so gut erinnern an sehr viele Sachen. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Drombusch mögen Sie gar nicht so sehr darüber sprechen. Das liegt daran, weil einfach immer darüber gesprochen wird, nehme ich an, oder? Ja, weil man immer so, da bin ich geradezu stigmatisiert. Und es kam ja so, ich hatte da, spielte ich viel am Schauspielhaus, im Operettenhaus. Schauspielhaus wurde mal wieder saniert. Und da spielte ich eine Riesenrolle, der Großkurfürst von Goese und den Gerichtsrat Walter in, also ich spielte fast jeden Abend Theater und bekam einen Anruf von Katharina Tribitsch. Ich möchte doch mal, ob ich nicht Lust um was. Es wäre alles besetzt für eine neue Serie und die hätten noch niemanden gefunden. Und die hätten alles ausprobiert, also auch Hans Felmy und all solche wirklich renommierten Schauspieler, der ich ja damals auch schon war, sicher, auf jeden Fall. Naja, da bin ich also ins Studio Hamburg gefahren, da war die ganze Familie schon versammelt, außer Witta Pohl, die ja meine Frau, dann später spielte, war alles besetzt, die Kinder und ich habe mit den Kindern, mit dieser Frau gespielt. Und das fand Katharina prima. Und dann habe ich aber sagen müssen, liebe Frau Tribitsch, mit dieser Kollegin spiele ich nicht. Die wird nicht meine Frau spielen. Und dann? Also. Ja. Ach. Aber die hat schon einen Vorvertrag. Ja, kann ich nicht ändern. Müssen sie ausbezahlen, nicht wahr? Und dann habe ich ganz spontan, das weiß kein Mensch, Witta vorgeschlagen. Ach. Ja. Und Witta war eigentlich ja dann der Garant für den Erfolg. Absolut. Hatte auch eine ganz andere Schauspielart, eine klare Aussprache, hat das ganz toll auch rübergebracht. Zusammenspiel mit Ihnen waren das sehr schöne Dialoge. Dann machen wir das so, wir sprechen nicht viel drüber, wir schauen einmal kurz rein und dann verhalten wir das Thema ein bisschen kurz, weil ich denke, dazu ist auch viel gesagt schon. Ja, dann machen wir das so. Sigi ist hin und diese Szene ist wirklich so vielen Menschen im Kopf geblieben, weil sie so ans Herz geht, so realistisch wirkt. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Ja, das wollte, also der Autor, der wollte mehr wie in einem amerikanischen Western so eine große Szene spielen. Langer Monolog noch, meine Liebe, und mit dem Speer in der Brust und einer Kugel. Ja. Habe ich gesagt, spiele ich nicht. Das hatte er geschrieben. Und da sind wir gebeten worden zum Intendanten und haben uns gestritten. Und er hat gesagt, jetzt hauen die ab, gehen die in die Kantine, trinken die ein paar Wein und diskutieren die das. Und da habe ich darauf bestanden, einen anderen Tod, einen ganz schlichten, und zwar diesen Vorschlag gemacht. Er ist da eine Birne eindrehen, dann kriegt er sein Herz Kaspar und bumm. Ja. Nicht? Also sehr, sehr realistisch auch. Das ging sehr schnell. Ja. Sie haben sehr zuckende Bewegungen und dann sackt man in sich zusammen.
Wurde das mehrfach gedreht? Hm? Wurde das oft geübt? Das? Nein. Ah ja. Nein. Es kam zu meinem Tod ja auch eigentlich nur, weil ich im Studio Hamburg ein Interview an einem Montagmorgen hatte mit einem NDR-Reporter, der mich fragte, wie ich denn meine Figur so fände, sagte ich, so und so. Eigentlich eher ein schwacher Mensch, der dominiert von seiner Frau und auch ein Arschloch. Ja, ein kleiner Spießer auf jeden Fall. So. Ne? Ja. Und dieses Arschloch hat man dem Autor Stromberger zugespielt. Natürlich zugespielt, aber logisch ganz schnell, zack. Und woraufhin er nicht mehr in der Lage war, für mich zu schreiben. Ach so. Und so musste ich sterben. Weil der das quasi persönlich genommen hat. Ihre Einschätzung, wie die Rolle... Ja, diese Figur ist niemals... Aber diskutieren wir das nicht länger. Nee, klar. Ich hatte, war auch keine so gute Wortwahl morgens um halb acht am Montag. Aber er hat dann ja, mich ableben lassen. Ja, hat Ihrer Karriere ja nicht geschadet. Ne? Sie haben weiter gespielt, bis heute stehen Sie vor Leuten auf der Bühne. War das rückwirkend vielleicht auch ganz gut, dass Sie nicht die ganzen 10 Jahre immer wieder Sigrid Rombusch waren? Ja, ich glaube schon. Also so kamen alle möglichen anderen Sachen. Ja. Also es wurde viel facettenreicher. Richtig, dann, genau. Nicht wahr? Alles Mögliche. Auch Comedy kam, wie gesagt. Loriot, kommen wir gleich zu. Es war auch Diplomaten küsst man nicht. Mhm. Leider eine Serie, die irgendwie untergegangen ist, mit Uwe Friedrichsen zusammen. Ah, ja. Ja, auch eine Geschichte wieder für dich. haben Sie das denn noch verfolgt? Also mit Vita Pohl sind Sie ja sicher bis zum Ende quasi im Kontakt gewesen. Ja. War noch auf der Beerdigung, habe ich gesehen. Also Sie waren schon doch so befreundet in der, ja, natürlich, soweit es geht. Ja. Witter hatte ja einige Vertraute. Mhm. Auch den Bürgermeister Forscherau damals und hatte Kontakte. Und dann haben wir noch mal in Prag ein Märchen zusammengedreht. Wie ist das noch? Das Märchen mit den vielen, Prinzessin auf der Erbse. Ach so. Ah, da gaben wir das Ehepaar. Ach, wie schön, ja. Und das war, und da ist eine lustige Geschichte auch. So lustig ist die eigentlich nicht, aber in einer Szene stehen Witter und ich auf dem Balkon. Und der Hof, der ist so gepflastert, mit dicken Steinen. Und Witter hatte schon damals immer mal wieder dieses leichte Kopfschütteln. Ah ja. Und da hatte mich gefragt, Hans-Peter, sieht man mein Kopfschütteln? Ja, Witter, das sieht man, aber das ist wegen der Steine. Da war die Stein, da fuhr eine Kutsche rüber. Ah, okay. Na? Da hat sich jeder Kopf gewackelt, sozusagen. Hat sich dann verfolgt. Ah, okay. Ja. Haben Sie noch Kontakt mit Marion Kracht oder Sabine Karg? Sieht man sich mal? Oder nein, ist das... eigentlich nicht. Ah, nein. Ja, okay. Nein. Ist das so dann so verlaufen über all die Engagements wahrscheinlich? Ne? Ja, nein. Da eher zu anderen auch, aber auch nicht so. Bei Schauspielern ist das ja häufig so, dass, wenn die Arbeit getan ist, selbst wenn man einige Jahre zusammen am Theater war, die einen gehen dahin, die anderen gehen dahin. Als Stuttgart sich auflöste, gingen viele nach Bochum zu Zadek, der wollte mich auch mitnehmen. Hans-Peter Doll, der neue Spielleiter da in Stuttgart, wollte mich behalten plötzlich. Nach dem Sosias und Pales wollte mich mit nach Frankfurt nehmen. Ja, und dann kam Hamburg. Ja, ich hatte Ihnen eben schon gesagt,
ich kenne kaum jemanden, der ihr Gesicht nicht kennt. Ist es dennoch so bei einem Menschen mit ihrer Prominenz, mit dieser langen Karriere, gab es da auch mal Zeiten, wo es schwierig war, wo sie nicht wussten, was ist die nächste Rolle, oder wurden sie immer so durchgetragen durchs Leben? Also es war leichter, entschieden leichter, als es jetzt viele Schauspieler haben, ja, oder seit Jahren viele Schauspieler haben, obwohl es so viele Sendeanstalten gibt und so viele Möglichkeiten aufzutreten und so. Aber es wird ja auch überall gespart. Richtig. Ja. Nicht wahr? Und da treten dann die eigentlich sehr guten Leute dann eher in irgendwelchen Talkshows auf, richtig, oder, ja, in irgendwelchen Ratespielen. Ja. Und das finde ich doch sehr traurig. Ja. Den eigentlichen Beruf, da ist die Beschäftigungslosigkeit wirklich sehr groß teilweise. Also die ist aber immer immens gewesen, aber die ist eben zur Zeit und wird sie immer größer. Mhm. Wenn man sich nicht so ein bisschen versucht hat, auf eigene Füße zu stellen, wie meine Frau Christian und, ja, ich mit unseren Lesungen, was jetzt auch nicht mehr so funktionieren kann, also im Moment, ich hoffe, nicht allzu lange mehr. Ich habe gesehen auf Ihrer Homepage, Ihre Frau ist auch als Trainerin aktiv, ne? Die gibt auch gibt Schauspielunterricht. Schauspielunterricht, genau. Die an einer Schauspielschule, die trainiert, die gibt auch zu Hause Unterricht. Die ist eine sehr gute, sehr strenge, aha, Lehrerin, ja, ja, aber auch eine sehr gütige und lobende. Ich habe sie ja eben kurz kennenlernen dürfen, sie hatte sie ja hierher gefahren und wirkte auf mich jetzt in diesen 5 Minuten sehr unheimlich fröhlich. Also hat die auch in ihr Leben, sie sind ja schon sehr lange verheiratet, ganz viel Freude und Sonne mit reingebracht? Also wir haben ja ein Kind gezeugt, 1994, den Johannes, Johnny. Johnny ist also unsere größte Freude. Ja, ja. Johnny studiert in Heidelberg Geschichte und hat jetzt seinen Master gemacht, geht jetzt auf seinen Doktor zu, will gerne an eine große Uni nochmal, weil er unglaubliche Zeugnisse hat, also Beurteilungen hat, nach Oxford. Und er war in Japan 7 Monate an einer Uni, hat da auch geschrieben für ein Forschungsunternehmen, Forschungsinstitut. Und er sagt, also Japan war für die tollste Zeit, ja, überhaupt. Ja, das glaube ich. Eine ganz andere Welt, ne? Das, ja, das ist, aber er hat sich da, Christiane hat ihn auch mal 2 Wochen besucht. Wow. Ja, ja. Und also irgendwie ist er da, hat er sich unglaublich wohlgefühlt, ja, da. Ja. Wäre das für Sie schwierig, Familie auf so lange Distanz dauerhaft zu wissen? Oder ist das in Ordnung, wenn Ihr Sohn auch da wohnen würde? Also nicht, dass ich ihn versuche zu bestärken, endlich mal Heidelberg zu verlassen und seinen Doktor in Hamburg zu machen, aber er selber tendiert auch so ein bisschen dahin, jetzt ist er, glaube ich, 3 oder 4 Jahre in Heidelberg. Und das ist ja ein solches Kaff. Also da ist ja nun überhaupt nichts los. Ja. Er hat aber in Hamburg seinen Bachelor gemacht, ah, ja, bis, ja, und dann ist er. Okay. Aber das nimmt seine Entwicklung. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, was er vorhat. Er arbeitet für so ein Institut, sagen wir mal, Außenseiter der Gesellschaft. Da können wir einige drunter stehen, die auch an anderen Glauben sind und, ja, so. Ja. Und schreibt dafür. Ah, ja. Wie ist es denn mit Papa Ante Portas? Ist das etwas, wo Sie gerne darauf angesprochen werden? Darf ich da 1, 2 Sachen zu sagen? Es gibt ja die legendäre Zugszene, da hat man mir, habe ich mir sagen lassen, die mögen Sie noch ganz gerne. Das ist so, oder? Also diese, auf die bin ich ja, die finde ich auch besonders toll. Ja, so. Die finde ich besonders gelungen. Und wissen Sie auch warum? Die haben wir einmal gedreht. Ah, also in unsere Richtung. So.
Jeweils einmal. In Irm Hermanns Richtung und meine, mit dem Butterbrot. Ja. Und das und fand Herr von Bülow sofort. Die Gegenrichtung haben sie x-mal gedreht mit ihm. Ach so. Ja klar, er hat ja bis zu 25, 30 Mal eine Szene gedreht. Und ihren Schuss sozusagen einmal? Ein einziger. Nie wieder vorgekommen, einmalig. Und deswegen vielleicht auch so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, glaubwürdig, authentisch. Sehr, sehr lustig, was auch heute gut funktioniert. Wir gucken da einmal rein. Oh, das ist schön. Also, was man sagen muss, was mich auch sehr freut, Sie haben eben auch noch herzhaft gelacht, als Sie das angeschaut haben. Was dieser Sketch natürlich wirklich gut kann, ist einfach mal abwarten, einfach mal wirken lassen, die Szenerie, beide Seiten einfach mal sehen, nur so Blicke, 3, 4, 5 Sekunden. War Ihnen beim Drehen klar, dass das hier was wird, worauf Sie immer angesprochen werden? Haben Sie das als was Besonderes gefühlt? Nein, ich hielt die Szene für sehr, ja, für sehr gelungen. Ja. Überhaupt stolz die Bolle einmal gedreht. Und dass das so geradezu Kult wurde, ja. Diese ja. Eine ja. Szene, ja. Das habe ich nicht gewusst, aber die ist besonders schön. Die ist besonders schön, ja, genau. Das wurde in einem richtig fahrenden Zug gedreht, ja. Nehme ich an. Das sieht sehr realistisch aus. Das sind Sie. Also die Kurve wurde gespielt. Ja. Aber das wurde auf einer stillgelegten Strecke irgendwo in, das war ja 1990. Ja, ja. Mhm. Das war ja noch, eigentlich noch DDR. Ah, okay. Und wurde ja viel stillgelegt. Das stimmt, da ja. hatten Sie Platz. Ja. Und also das ist quasi extra für Sie dort, Sie sind da gefahren. Ja. Das waren 2, 3 Waggons, ja. Die tufferten mit 25, 30. Ja, also eine Frage, die ich quasi mitbekommen habe von vielen Leuten, welche Erinnerung haben Sie an Loriot? Was war die Zusammenarbeit mit ihm? Er galt ja als sehr penibel, aber auch als genial. Jetzt sagen Sie, Ihr Schuss, Ihre Szene hat er direkt genommen. Mehr Auszeichnung geht nicht. Welche Erinnerung haben Sie an diesen Menschen? Also ich, er ist ein sehr, wie soll ich sagen, zugänglicher, intelligenter Mann gewesen, aber auch eben in seinem Ehrgeiz sehr penibel, also zumindest in den Dreharbeiten, zu Recht auch wahrscheinlich. Ob er immer das Beste ausgewählt hat, dann von seinen 25 Möglichkeiten, weiß ich nicht. Ja. Aber er hat immerhin relativ viel sich selbst zur Auswahl drehen lassen. Und dann hat er mir mal ein ganz großes Lob ausgesprochen, dazu kam es dann zwar nicht mehr, hat er sich selber gefragt, Herr Kauf, warum muss ich immer alles selber spielen, wo ich doch Sie ja habe? Oha. Mhm. Toll, ne? Das heißt, er hat Sie auf einer Ebene gesehen. Ja. Und waren Sie auch damals, sagen wir mal, Fan oder Bewunderer von seinem Werk? Oder ist das also auch... Seine Sketche im Fernsehen, die waren in der Regel mit Evelyn sehr gelungen. Mhm. Hab auch erfahren, wie daran gearbeitet wurde. Nicht? Das war schon Arbeit. Anstrengend. Pur. Mhm. Mhm. Und, aber Evelyn wurde ja durch diese Serie sehr absolut berühmt. Also später haben wir noch zusammen auch noch gedreht, Adelheid und ihre Mörder und einmal haben wir eine Tournee gemacht, wir beide. Mhm. Love Letters hieß das, so ein Lesedrama. Ah ja. Das war furchtbar. Warum ich das denn? Ha? Warum das denn? Weil sie alles besser wusste. Ah, okay, das ist furchtbar. Also zum Beispiel. Ja. Sie macht Licht. Mhm. Habe ich von
Loriot gelernt, Licht machen. Hat sie gesagt. Hans Peter, setz dich da mal auf deinen Stuhl, mache ich. Gut, jetzt setze ich mich da auf den Stuhl. Ah, ich bemerke, ich habe 10% weniger Licht. Sagt ein Techniker mal, Frau Hamann, der Korf, der leuchtet auch noch von innen. Oh. Das sind die 10%. Aha. Und ab dann hatten wir noch etwa 25 Vorstellungen durch die ganze Republik, haben kein Wort mehr miteinander geredet. Ja. Sie sind zusammen auf Tour gewesen, aber haben untereinander pure Eiszeit also auf gehabt. Der Fahrt nichts. Ich saß hinten, sie vorne. Stumm wie die Fische. Oha. Und aber wir haben später dann wieder, haben wir, wie gesagt, Adelheid und ihre Mörder gedreht. Ja. Und auch wunderbare Sachen sind da passiert, ja. Also auch daraus habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, weil das ist auch in der Tat eine der späteren Rollen von Ihnen, auf die Sie natürlich legendär gemacht haben. Aber wenn Sie sagen, während der Tour hatten Sie Eiszeit, haben nicht miteinander gesprochen. Wann ist das Eis gebrochen? Also ab wann hat man wieder... Also das Eis brach ja dann, also der Burkhard Klausner in der Vorbesetzung dieses Kommissars, Oberkommissars oder so, ja. Der stieg aus. Und da waren Vorsprechen. Mhm. Da habe ich gedacht, warum gehst du da nicht hin? Und da wollten die mich haben. Aber musste ja nur Evelyn gefragt werden. Nicht? Ah ja. Keine Bedenken. Auf Evelyn einmal sozusagen. Hatte keine Also ja. Verlässlich war sie nie. Ja, fein. Dann freut mich, dass das natürlich auch dann so wieder zusammengefunden hat. Das ist so eine Situation, die will man eigentlich nicht erleben, wenn man zusammen auf Tour ist. Das wär, ja, ich habe damit auch nicht gerechnet. Glaube ich, ja. Wäre auch schade, wenn das so der letzte Eindruck geblieben wäre oder so. Ne? Schön, dass Sie danach noch so zusammen Erfolge feiern konnten. Adelheid und ihre Mörder lief mehrere Jahre. Sie waren in den letzten Jahren dabei und so sah das aus. Ja. Wie waren die Dreharbeiten mit ihr dort? Ach, sie war immer sehr gut vorbereitet, sie war streng und sie hatte eine Eigenart. Ab 4 Zeilen Text war das ein Monolog. Aha. Und wenn ich Dialog mit ihr hatte ja. Und neben der Kamera stand, um ihr selbstverständlich Kontakt zu geben, sagte sie, Hans-Peter, geh weg, das irritiert mich. Ich habe jetzt meinen Monolog. Ah ja, okay. Also, ah ja. Ist das in dem Fall ein bisschen zu viel Eitelkeit manchmal, die ein nein, Schauspieler hat? Oder das ist keine Eitelkeiten, das sind Eigenarten. Ah, okay. Die kann halt, konnte nicht anders. Mhm. Ist halt so. Ja. Jetzt habe ich mal geschaut, was Sie so in den letzten Jahren gemacht haben, auch im Fernsehen, und sind ja immer noch viel aufgetreten. Also wir hatten immer kleine Episodenrollen, waren da auch mal Filme. Wie ist das heute? Wenn man Sie gerne haben möchte für eine Serie oder für eine Rolle, stehen Sie da gerne zur Verfügung oder wählen Sie viel gezielter aus als damals? Also ich wähle nicht groß aus. Es ist auch nicht so, dass ich großartige Angebote bekomme. Ich habe vor, im letzten Jahr mit Ulrich Tukur im Baltikum einen sehr schönen Film gedreht. Er natürlich die Hauptrolle, ich so einen einheimischen, ich will nicht sagen Sonderling. Das war in Vilnius, also. Und an der Ostsee, an der kurischen Links da, am kurischen Haff. Und das hat, was soll man sagen, das hat Spaß gemacht. Und das hat mich sehr gefreut,
dass ich diese Rolle bekam und mit dem Uli zusammen spielen konnte. Ist das für Sie heute sehr viel anstrengender, sich Text zu merken oder gewisse Szenen zu spielen? Es ist ganz anders, nicht? Jetzt muss ich richtig Text, also fürs Fernsehen, erarbeiten. Also früher war das eher so, lang ist es her, dass ich im Taxi sage, was hast du heute zu erzählen? Tatsächlich, ja. So. Und so, ach, oh, eine ganze Menge. Und es kam auch vor, dass ich vor der Kamera stand und noch den Text in der Hand hatte. Und dann Klappe und Text fallen lassen. Irre. Und dann war der halt ganz frisch im Kopf, nicht wahr? Und dann auch abends wieder raus aus dem Kopf? Also ist das so ein Tagesding? Ach, ich weiß nicht, ja, da ist schwer wieder reinzukriegen. Naja. Ja, also ich hatte mal geschaut, was die letzten Jahre so gemacht haben. Sie haben schöne kleine Rollen gedreht, auch mal in Kinderserien waren Sie dabei. Letzter Ausschnitt und dann gucken wir, was Sie heute mit den Lesungen machen. Ja, bitteschön. Ja, eben als die Sesamstraße kam, haben Sie ein bisschen geschmunzelt. Mit Figuren, mit Puppen ist noch eine andere Geschichte zu drehen, oder? Also mit den Puppen, mit der, da sagte man mir, das wäre eine Auszeichnung. In der Sendung auftreten zu dürfen. Ja, ist es auch. Also wir hatten den Puppenspieler der Sesamstraße, Martin Reinl, hier schon mal sitzen. Und Sesamstraße natürlich, klar. Aber es ist doch ein ganz anderes Spiel für einen Schauspieler, nehme ich an, oder? Da dann mit so Figuren zu spielen, oder ist das für Sie kein großer Unterschied? Man stellt sich einfach vor, dass wir ein lebendiges Wesen oder so ähnlich. Ja, und heute sind Sie aktiv mit Lesungen mit Ihrer Frau, hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Wo kann man Sie sehen? Auf Ihrer Homepage haben Sie schöne Termine stehen, Sie gehen jetzt an den Timmendorfer Strand. Und was präsentieren Sie da? Also ich habe... In Timmendorfer Strand, das Programm heißt Zähne einer Ehe. Ja, Zähne. Zähne. Das ist ein sehr gemischtes Programm. Heiter bis bissig, mit, mein Gott, von Kästner über diesen wunderbaren Hamburg-Harburger, leider längst verstorbenen Heino Jäger, der hat wunderbare Sachen geschrieben, natürlich auch Ringelnatz und solche Geschichten. Ja. Ich liebe das. Ich würde so gerne, ich habe dich so lieb, ich würde dir so gerne eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich hatte Ihren Auftritt zusammen mit Ihrer Frau bei Das vor einiger Zeit gesehen, der ist ja bei YouTube zu finden und da haben Sie auch eine kleine Leseprobe gegeben. Ja. Ist das in etwa auch so das, was man erwarten kann, wenn man zu Ihnen kommt? Ja, dass auch diese Nummer, die werden wir höchstwahrscheinlich auch vortragen. Diese Kochgeschichte, meinen Sie? Genau, ja, das, was Sie dort gezeigt haben, mit dem Essen. Unter anderem, das ist eine relativ, das ist eine richtige Szene. Ja. Also wir machen möglichst viel zusammen. Nicht, dass jeder sagt, ich mache ein Gedicht, jetzt machst du ein Gedicht oder sowas. Ja, verstehe ich, Wie lange ist so ein Abend? Wie kann man sich das vorstellen, so Ihr Programm? Ach, wir wollen die Leute nicht überstrapazieren. Ich würde sagen, wir halten das immer so, versuchen das, je nach Publikum. Ja. Wie das jetzt in Timmendorf sein wird, wo das so gelichtet, die Leute da so gelichtet sitzen. Ach so, ja, muss so sein, ne? Genau. Ja. Ja. Dass man sie einzeln anspricht. Genau, kann. Da sitzt jemand und da sitzen noch zwei. Ja. Genau. Ja, ich meine Sie. Ja, genau. was wollte ich sagen? Wie lange das so dauert, wie lange Ihr Programm dann geht? Also, wie lange das Programm geht, der Abend? Ach so! 50, die erste Hälfte 50 bis eine Stunde, dann ordentlich Pause und je nach Laune Pause.
Und dann noch eine Dreiviertelstunde, sagen wir mal. Mhm. Sie machen das ja schon sehr lange. Ne? Ich hatte auf Ihrer Website auch viele Zeitungsberichte gesehen über Ihre Lesungen. Das stellen Sie da schön aus, kann man schön anschauen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, wenn ich das nur abschließend fragen darf, sowas zu machen, mit Ihrer Frau auch zusammen im Kappel aufzutreten? Ach, das hat sich so... Wurden wir eingeladen von Johnnys Schule, Klosterschule, Gymnasium Klosterschule, wo er war, hier in Hamburg, zu einer Lesung. Es gab so einen Literaturlehrer mit ich und Herr von Hassel, leider auch. Ja. Und da sind wir drauf gekommen. Dann haben wir in der Schule eine Lesung gemacht mit Gesang. Christiane singt, sehr schön. da waren noch nicht viele Leute da unten, freundlicherweise der Direktor. Und so hat sich das denn, haben wir für uns geworben. Und so kamen, lernten wir Leute kennen und wurden wieder eingeladen. Und in Duisburg sind wir jetzt, glaube ich, zum 8. Mal. Ah ja. Aber auch vor sehr reduzierter Gesellschaft, nicht wahr? Ja. Stehen Sie nach diesen Auftritten dem Publikum auch noch ein bisschen zur Verfügung für Fotos oder Wer Fragen? Will? Ah ja. Wir laufen nicht gleich weg, nein. Okay. Und als letztes hatte ich gesehen, auf der Fahrt hierher, Sie haben mit Sky Dumont auch Hörspiel gemacht, Sherlock Holmes. Ja. Unter anderem, ist das auch etwas, was Ihnen Freude bringt, so ein bisschen... Nur mit der Stimme zu arbeiten? Ja. Nur es wird sehr wenig gemacht. Ja. Man dampft vieles ein, Hörspiele auch. Ich habe den Eindruck, dass Schauspieler im Funk immer weniger beschäftigt werden. Das machen jetzt hauseigene Kräfte. Mhm. Ne, die sowieso da rumsitzen. Ach so, ja. Möglicherweise, ja. Nicht wahr? Ja. Möglicherweise nicht. Und wenn Sie jetzt auch zum Beispiel diese wunderbare Sendung für Kinder abends, jetzt habe ich Titel vergessen, die will man auch abschaffen. So eine Gute Nachtgeschichten. Das meint das Sandmännchen? Ja, nicht Sandmännchen. Nein, das sind so 10-minütige Kurzgeschichten zwischen Tieren und Menschen. Ach, im Radio meinen Sie? Im Radio meinen Sie? Im Radio. Naja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, und das will man, las ich gerade. Ach so. Das will man auch abschaffen. Der NDR wird 300 Millionen einsparen. Ja, wohl? Bei dem Nicht-System. Relevanten Künsten. So ist es. Umso beeindruckender, was Sie alles gemacht haben in Ihrer Karriere. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Wer Sie sehen will, auf Ihrer Homepage kann man schön Ihre Termine verfolgen. Wenn Sie wissen, wo Sie irgendwo sind, schreiben Sie und Ihre Frau das auf. Und dann kann man vorbeikommen bei Ihnen. Ja. Was wir mal machen werden. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ich habe von unserem Chef, dem Holger, den Sie eben auch kennengelernt haben, Sie wollten ja nicht so viel über die Drombusch sprechen. Vielleicht unterschreiben Sie ihm diese DVD-Box vor unserer Kamera, dann haben wir das noch drin. Kennen Sie die noch alle, ja? Ja, ich kenne sie. Ich habe nur durchgezählt, wer noch da ist. Ja, die Hälfte. Leider nur die Hälfte ist noch da. Ja, der Mick hat auch einen Quatsch gemacht. Der Mick Werup, genau. Was soll ich drauf schreiben? Für Holger. Ja? Für Holger. Holger. Holger, genau. Haben wir noch nicht gehabt, aber machen wir mal live kleine Autogrammstunde mit. Ich schreibe einfach mal dein. Dein. Ja. H.P. Korf. Wundervoll. Hat mir Spaß gemacht. Hat Ihnen Spaß gemacht. Das freut mich sehr, denn so viel darf ich sagen. Wir hatten viele Gäste hier. Ich mache das jetzt seit 4 Jahren hier mit dieser Sendung. Und ja, bei Ihnen hatte ich schon ein bisschen Respekt, weil ich Sie halt wirklich kenne, Ihre Serien mochte. Und ich natürlich auch weiß, was für ein Name Sie sind. Und es ist mir eine große Ehre, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank.
Ja. Ich bedanke mich. Das war's. Wir sind wieder da beim nächsten Mal mit dem nächsten Gast. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fast 4 Jahre haben wir es jetzt schon durchgezogen. Ich freue mich auf die Zukunft. Fanden Sie es auch in Ordnung? Ich? Für mich ist es ein schöner Tag gewesen.